Mensch, da bin ich hier am Suchen und am Suchen. Ich habe hier so einen Funksender geschickt bekommen und ein paar Schlüssel. Und so doll liegt hier auch nicht. Bin vor jeder Garage schon gewesen und habe hier überall geguckt. Da ist eine Garage dazwischen. Ja, es ist halt eben eine ganz normale Tiefgarage. Und war am Suchen und am Suchen. Mann, Mann, Mann. Und dann habe ich von dem Sender einmal die Batterie rausgenommen. Und ich war doch bei der richtigen Garage. Da ist er. Eindruck, ne? Hallihallo, ich bin erstmal raus. Aber irgendwie auch drin. Ich habe eine Garage gefunden. Hurra! Platz und Licht. Optimal. Ich bin sowas von begeistert. Ein bisschen was ist noch zum Saubermachen, aber ich habe schon geguckt. Das kriegt man auch ein bisschen weggeschrubbt. Ist halt eben kein Wasseranschluss. Aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Auf jeden Fall hier so eine schöne kleine Nische mit einer kleinen Werkstattecke. Strom ist da. Was will man mehr? Schön. Oh, und Spiegel gibt es auch. Hurra, ein Kaffee. Jetzt wird erstmal Maß genommen. Ich bin richtig gespannt. Mal gucken, wie das mit der Kamera aussieht. Mit der. Ja, aber hallo. Mit der Kamera geht das viel besser. Die ist ein bisschen breiter, die Garage. Gar nicht mal so schlecht. 3,80 Meter breit ist schon mal was. 4,80 Meter lang, eher auch ein bisschen kurz für das Auto, also für den Camper. Und auch von der Höhe her, hier ist unten eine Durchfahrtshöhe, es ist eine Garage in einem kleinen Parkhaus. Unten ist die Durchfahrthöhe auch nicht so, dass ich mit meinem Camper hier reinpassen würde. Aber es ist richtig klasse. Ja, ich habe die Schlüssel erst einmal zur Kaution bekommen und ja, ich würde sagen, ich glaube, ich nehme die. Ja, ich habe endlich eine Garage gefunden. So muss das sein. So. Ja, die Garage macht einen wirklich guten Eindruck. Musste natürlich auch ein Käffchen kochen. Hab ein bisschen Maß genommen, hier so ein bisschen was aufgeschrieben. Ich glaube, meine neue Ideenschmiede. Schön, dass ihr dabei seid. Hier kann man denn das ein oder andere Fahrradprojekt starten. Jo, vielleicht klappt das denn jetzt ja auch. Mit den Fahrradwohnwagen? Ich weiß noch nicht, aber ich glaube ja.